This train is fully automated. Ich befinde mich jetzt gerade in einem Zug, der nennt sich Dynamo, und das Ganze ist eine Magnetschwebebahn. Und mit dieser Bahn fahren wir jetzt gerade zu einem Park, in dem sich das Haus von Mei und Satsuki aus dem Totoro-Film befindet. Und das werden wir uns heute anschauen. Und dieser Zug fährt so smooth, es ist total cool irgendwie. Und wie alles in Japan braucht auch dieser Park ein Maskottchen. Wir sind jetzt hier erstmal angekommen und haben unsere Tickets eingetauscht, haben jetzt hier so ein schönes Warteding bekommen und dann geht es so in 15 Minuten los. Von drinnen darf man leider keine Fotos, Videos, was auch immer machen, aber ich werde mal sehen, was ich da euch zusammenbastle. Eine Klimaanlage im Freien, man kann es halt auch übertreiben. Aus dem Haus und ich muss sagen, es war echt total cool gemacht da drin mit sehr vielen Details. In den Schränken war überall was drin und man konnte ganz viel sehen. Leider konnte man drin natürlich, wie gesagt, keine Fotos und Videos machen, aber von draußen habe ich ein paar gemacht. Und ja, es gibt wohl auch eine Sommer- und eine Winterversion von dem Ganzen. Das heißt, wenn man im Winter wiederkommt, dann sind da drin wohl andere Sachen als im Sommer. Also das heißt, man kann hier auch ruhig nochmal herkommen. Das Einzige, was bei dem Haus ein bisschen schwierig war, dass man relativ unter Zeitdruck war, weil das Ganze wirklich sehr knapp zeitlich bemessen ist. Trotzdem ist es aber echt sehr cool. Und noch eine Zusatzinfo, es soll bald demnächst hier in dieser Gegend ein ganzer Ghibli-Themenpark errichtet werden, weil hier in diesem Park nicht mehr viel ist. Früher war hier mal was, das wurde alles so ein bisschen nach und nach aufgegeben und deswegen wollen sie jetzt hier einen Ghibli-Themenpark bauen. Finde ich echt cool. Das heißt, man muss hier echt nochmal herkommen. Und jetzt gibt's erstmal Miso-Katsu, Spezialität in Nagoya. Es sieht aus wie ein ganz normales Tonkatsu, aber es riecht extrem nach Miso. So, und damit befinde ich mich jetzt wieder zu Hause. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Video schneiden und dann meine Tasche packen, dass jetzt auch morgen schon wieder zurück nach Kofu geht. Die ganze fast tägliche Vlog-Reihe ist jetzt vorbei. Zum Miso-Katsu wollte ich noch sagen, es war interessant. Es war mal ein ganz anderer Geschmack. Ich würde es jedem empfehlen, es zu probieren, wenn man mal hier in der Gegend ist. Es würde aber nicht zu meinem Lieblingsessen werden. Und damit beende ich diesen Vlog und diese Vlog-Reihe hier an dieser Stelle. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es mindestens halb so viel Spaß gemacht. Und ich habe so viele tolle Sachen erlebt und ich hoffe, ihr konntet sehr viele schöne Eindrücke mitnehmen. Es geht jetzt demnächst nochmal ganz am Ende 4 Tage nach Tokio. Ich weiß noch nicht, wie ich das regeln werde, ob ich dort daily vloggen werde oder überhaupt nicht oder alles so zusammen oder gemischt oder keine Ahnung. Wir werden das sehen. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, ist das Q&A. Deswegen nochmal eine Erinnerung daran. Stellt mir gern Fragen unter dem letzten oder unter diesem Video oder bei Twitter mit dem Hashtag FragAnsu. Und ich werde mich bemühen, alle eure Fragen so gut es geht zu beantworten. Und ja, damit sage ich jetzt tschüss für heute, tschüss für diese Vlog-Reihe. Und ja, wir sehen uns leider nicht morgen wieder, sondern beim nächsten Mal.